So, mein Lieben, der Morgen nach den wilden News. Ich hoffe, euch geht's gut und damit einen schönen Start in den neuen Tag und willkommen zu diesem Bitcoin-Update. Wir sehen, die Märkte reagieren ziemlich rot auf das Geschehene und Gesehene. Die Indizes geben wieder kräftig ab. Gestern der S&P 500 mit über 4% Minus. Und wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen, woher kommen diese starken Bewegungen. Naja, letztendlich war dieser Rebound zu diesen sehr, sehr hohen Preisen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, mehr oder weniger extrem hoffnungsgestützt, wodurch da letztendlich schon positive Preise eingepreist waren. Was bedeutet, wären sie gestern, hätte Fahrradkette, aber wären sie gestern gut ausgefallen, hätte es vermeintlich keinen starken Impuls nach oben gegeben, weil entsprechend das schon in den Kursen drin steckte. Jetzt sehen wir, dass die Inflation angestiegen ist wieder. Was bedeutet, dass eben entsprechend die Währungshüter vielleicht nochmal dann eben eine Schippe draufpacken müssen und sollten. Vor allem hat das jetzt natürlich einen sehr, sehr negativen Beigeschmack, weil eben ja, FED-Vorsitzender eben mitgeteilt hat, Jerome Powell, dass es sich quasi, dass sie eine Rezession billigend in den Kauf nehmen. Und das ist ein Punkt, der jetzt natürlich richtig zu tragen kommt. Die Inflation ist weiter angestiegen, was bedeutet, dass eben die Zinsen entsprechend erhöht werden können. Und jetzt wurde entsprechend dann auch mitgeteilt, pass auf, ja, wenn eine Rezession kommt, dann ist es so, aber da können wir auch nicht viel gegen machen, sondern da müssen wir durch, was natürlich jetzt erstmal pures Gift für die Märkte ist. Und das sehen wir hier, wir sind extrem nach unten gerannt, wirklich nach den News und dann durchgehend nach unten, kaum Erholung, kaum Setback. Es ging für die nächsten Stunden dann wirklich radikal nach unten, sodass wir das Ziel, was wir angepreist haben, zwischen den 19,5 und 20,5 direkt angetestet haben. Wir sind in einem durchgerannt und haben damit sogar das große übergeordnete Ziel direkt erreicht, unmittelbar nach dem Video, und sind jetzt natürlich in einer sehr, sehr spannenden Situation, über die wir sprechen müssen und sollten. Wir starten zunächst auf Tagesbasis und da sind entsprechend zwei sehr, sehr rote Kerzen zu sehen. Das kann je nach Exchange ein bisschen unterschiedlich sein, wann eben entsprechend der Tag beendet und der neue als eröffnet anerkannt wird. Das liegt einfach an den Serverzeiten, aber die Charttechnik, die ist bei beiden gleich, nämlich wir sind zurück in diesem Liquiditätscluster, was jetzt möglicherweise etwas Unterstützung mit sich bringen könnte, zumindest erstmal diese ganz starke Abwärtsbewegung etwas entschärft. Nichtsdestotrotz wissen wir, wenn der Markt hier unten schließt heute am Mittwoch Richtung der 20K, dann sehen wir, da kommt wenig Unterstützung in dieser Seitwärtsphase rein. Was bedeutet, wo keine Unterstützung reinkommt, wenn sie reinkommen sollte, bedeutet das in aller Regel, dass da auch keine mehr reinkommt. Was mit sich bringen kann, dass wir entsprechend hier diesen Impuls dann auch weiter nach unten bekommen und relativ schnell sogar ein neues Tief sehen. Wir haben bis dahin noch diese ganz, ganz große dynamische Unterstützung, die entsprechend diese zwei letzten Tiefs aufgefangen hat. Dadurch haben wir zwei Punkte, wodurch wir jetzt grafisch eine Gerade applizieren können. Das würde bedeuten, dass wir bei den 19.200 bis 19.500 US-Dollar mit dem angeschnittenen Tempo, was wir gerade haben, eine kleine Möglichkeit haben, uns hier nochmal langsam zu stabilisieren, und dann kommt es drauf an. Dann kommt es darauf an, kann diese Unterstützung halten, und dann würden wir langsam aber sicher vielleicht diese mittelfristige Erholung nochmal vielleicht auch eruieren können. Dann hätten wir hier so eine Art Trendkanal, aber du merkst es schon, ich rede sehr, sehr viel in hätte Fahrradkette, das heißt, das ist sehr, sehr viel Spekulation. Klar, wir wissen nicht, was in Zukunft passiert, aber so wie wir es hier ziemlich gut auch eingeschätzt haben, der Tonus bleibt weiter abwärts gerichtet. Und das ist das, was sich jetzt hier wieder zeigt. Das heißt, in den Fakten schauen wir uns das mal an. Wir haben hier zum ersten diese dynamische Unterstützung angetestet, die ein Turncoat Resistance war und jetzt Turncoat Support ist, angetestet, dann ging es nach oben. Jetzt sind wir hier in diesem Seitwärtsbereich und wir sollten, wenn wir irgendeine Hoffnung für einen neuen Aufwärtsimpuls noch irgendwie schüren könnten, sollten wir uns daher stabilisieren. Das heißt, heute wahrscheinlich der Tag danach, wir sehen es, die Indizes, die eröffnen vorbörslich auch schon wieder kräftig rot, sollte hier zumindest etwas Stabilität im Markt vorhanden sein. Vielleicht sollten sich die Indizes ein bisschen stabilisieren, sodass wir hier dann zumindest erstmal kurzfristig etwas nach oben kommen, vielleicht auf die 21K uns langsam wieder erholen. Hier ist das nächste Liquiditätscluster, das heißt also, wir würden uns zwischen diesen beiden Grenzen hier bewegen. Die zeichne ich jetzt mal etwas genauer ein. Hier und hier. Das sind quasi diese Grenzen, die wir jetzt in diesen Seitwärtsphasen haben. Das sind die beiden entsprechenden direkten Bereiche, wo wir mögliche Umverteilung erwarten. Entsprechend sollten wir darauf Acht geben, ob an diesen Stellen hier irgendwo auch der Support bzw. die Stabilisierung reinkommt. Ansonsten, ja, haben wir jetzt durch diesen Move, der sich gestern extrem stark entfacht hat, wieder einiges hier auch an
ich sag mal, an Widerstand erstmal wieder etabliert. Wir haben hier diesen dynamischen Widerstand sehr erfolgreich angetestet und von dort aus die Rejection bekommen. Wir haben dadurch auch eine wichtige Ineffizienz geschlossen, sodass wir eigentlich wenig Platz nach oben haben, dass sich der Markt wieder erholen muss. Dass da irgendwelche Positionen glattgestellt werden müssen, institutioneller Natur, oder halt eben das Volumen irgendwelche Auffälligkeiten zeigt. Das zeigt sich bisher hier nicht. Deswegen, es hat vorher relativ gut harmoniert. Wir haben dieses steigende Volumen bekommen. Jetzt wieder die Rejection, der Markt fällt nach unten. Und jetzt erwarten wir, dass wir quasi auf die 19K gehen oder sogar auf die 18K und diese dynamische Unterstützung testen. Und was auch immer dann passiert, das bleibt spannend dann, beziehungsweise darauf müssen wir uns dann letztendlich, wenn es soweit ist, vorbereiten. Hier sind wir gerade auf Stundenbasis unterwegs. Kurzfristig diese Erholung, haben kurzfristig die Rejection von den 20.100 US-Dollar bekommen, also auf der Höhe hier dieser Obergrenze. Und wenn die hält, dann ist alles gut. Sollte die nicht halten, würden wir ins tiefere Tief fallen und dadurch die Unterstützungen weiter wieder brechen, was eben mit sich bringt, dass wir hier einen deutlichen, kräftigen Abwärtsimpuls weiter mit uns bringen können. Guter Einstieg wäre möglicherweise hier bei diesen 20.1, 20.2, die wir gerade eben angesprochen haben. Das wäre eine schöne Möglichkeit hier, um in den gleitenden Durchschnitten nochmal nach mehreren Spitzen einzusteigen. Ob das der Fall sein wird, muss sich zeigen, was die Price Action mit sich bringt. Aber ganz klar ist, schwache Märkte, schwache Kryptos, und das ist der Tonus, beziehungsweise auch das ist der Weg, der sich sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen und nächsten Wochen deutlich weiter ausweiten wird. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.